Gut, dann gehen wir jetzt weiter zur nächsten Frage. Gerne. Was haben wir gehabt als nächste Frage? Als nächste Frage haben wir gehabt. Genau, als zweites haben wir gehabt, wie viel soll ich monatlich sparen? Ich verdiene nicht zu viel. Okay. Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, die wir, ja, die auch nicht so pauschal beantwortet werden kann. Wie viel soll ich sparen? Ich verdiene nicht so viel. Also mit dem Thema, ich verdiene nicht so viel, sagen wir, wie ich vorher schon angesprochen habe, bei der Beantwortung der Frage zum Ziel finanzielle Freiheit, dir passt da sehr, sehr gut dazu. Weil ich habe es ja vorhin, wie gesagt, schon erwähnt, die Masse der Bevölkerung verdient natürlich nicht 10.000 Euro oder 15.000 Euro im Monat, sondern verdient irgendwo 1.500 Euro. Und wenn man schon einmal gut verdient, dann sprechen wir hier irgendwo vielleicht von 2.500 oder von 3.000 Euro im Angestelltenverhältnis. Und natürlich kann auf der anderen Seite auch nicht und will auch nicht jeder und ist auch nicht jeder bereit, in die Selbstständigkeit zu starten. Das Einkommen zu erhöhen ist natürlich in der Selbstständigkeit schon deutlich einfacher, sage ich jetzt mal, wie im Angestelltenverhältnis, weil im Angestelltenverhältnis bin ich sehr häufig eben Bittsteller, sage ich jetzt mal so. Und aus diesem Grund ist natürlich schon eine begründete Frage, wie viel soll ich sparen, wenn ich beispielsweise monatlich nur 1.500 Euro verdiene, also unter Anführungszeichen nur 1.500 Euro verdiene. Ja, hier gilt es aus meiner Sicht zuerst einmal eine genaue Aufstellung zu machen, wie hoch sind meine Einnahmen und wie hoch sind meine Ausgaben. Also es bringt jetzt nicht, wenn ich zu Ihnen sage, Sie sollen im Monat 500 Euro sparen, wenn Sie dann dafür nichts mehr zum Essen haben im Laufe des Monats oder am 15. dann nicht mehr zum Supermarkt gehen können und Ihren Käse kaufen oder eine Scheibe Brot kaufen. Aus diesem Grund muss man sich schon, um diese Frage zu beantworten, wirklich mit der persönlichen finanziellen Situation auseinandersetzen. Und im ersten Schritt würde ich eben hier wirklich einmal hergehen und sagen, okay, ich summiere all meine Einnahmen und auf der anderen Seite summiere ich all meine Ausgaben und subtrahiere dann meine Ausgaben, also die Summe der Ausgaben von der Summe der Einnahmen. Und daraus ergibt sich dann am Ende ein möglicher verfügbarer Sparbetrag. Im Optimalfall sollte man hier dann vielleicht schon noch ein bisschen einen Puffer einplanen, dass man sagt, von diesem verfügbaren Sparbetrag, der dann rauskommt, dass man davon dann vielleicht 80% oder so spart. Das ist einmal grundsätzlich der erste Schritt, wo ich sagen würde, das würde ich machen. Im zweiten Schritt würde ich mir dann noch überlegen, was sind überhaupt meine persönlichen finanziellen Ziele? Also auch hier kann man nicht pauschaliert sagen, setzen Sie sich für sich das finanzielle Ziel X oder das finanzielle Ziel Y. Also nehmen Sie sich wirklich hier einmal die Zeit, setzen Sie sich mit einem Block an einen Tisch oder auf die Couch und einen Kugelschreiber und überlegen Sie sich, was sind Ihre finanziellen Ziele und was müssen Sie dafür tun, um diese dann in weiterer Folge zu erreichen. Also dann haben wir im ersten Schritt einmal, was kann ich sparen? Und zweitens, welche Ziele möchte ich finanzieller Natur erreichen? Und im dritten Schritt können wir dann, oder wenn wir dann werden wir vermutlich im zweiten Schritt feststellen, dass das mit der vorhergehenden Gegenüberstellung zwischen Einnahmen und Ausgaben nicht funktioniert. Dann muss ich im dritten Schritt nochmal wirklich hergehen, diese Einnahmen und Ausgaben heranziehen und dann mir wirklich überlegen, wo bei diesen Ausgaben habe ich Optimierungspotenzial? Beziehungsweise bei den Einnahmen, wie kann ich diese Einnahmen erhöhen, ohne dass es meine persönlichen, privaten Ziele dementsprechend widerspricht? Und hier werden Sie dann feststellen, dass Sie sicherlich einige Punkte finden, wo Sie finanziell einsparen können.
Ich denke hier beispielsweise einfach nur an den Klassiker Handytarif. Also sicherlich mich eingeschlossen, leider Gottes, weil ich ja mir noch nie die Zeit genommen habe, mich mit den Handytarifen intensiv auseinanderzusetzen. Aber hier besteht sicherlich für sehr, sehr viele Einsparungspotenzial. Weil frühere Handytarife, wo ich ein Handy abgeschlossen habe und 50 Euro bezahlt habe, mit der Anzahl von x Freiminuten bzw. x freiem Datenvolumen, bekomme ich heute vielleicht beispielsweise für 25 Euro. Und dann haben wir hier beispielsweise schon einmal ein Einsparungspotenzial von 25 Euro monatlich. Oder ein anderer Klassiker, muss ich den, keine Ahnung, Audi A4 Kombi für 50.000 Euro mit 150 PS fahren? Oder reicht auch der Audi A4 Kombi mit 132 PS, der dann gleichzeitig einmal schon 5.000 Euro monatlich weniger kostet, ergänzend dazu dann auch die motorbezogene Steuer dementsprechend reduziert wird, also sprich bezogen auf die Versicherung und ergänzend dazu dann auch noch der Sprit reduziert wird. Also das wären jetzt nur zwei so kurze Beispiele, wo ich mir überlegen kann, dass ich monatlich einsparen kann. Oder brauche ich Netflix oder brauche ich Amazon Prime? Oder muss es wirklich der Käse für 3 Euro sein oder schmeckt der Käse für 1,50 Euro gleich gut? Und das sind so typische Beispiele, wo ich wirklich einsparen kann. Aber dafür muss ich mich wirklich mal intensiv mit meinen persönlichen Finanzen auseinandersetzen. Und am besten gelingt Ihnen das, indem Sie einfach wirklich einmal sagen, Sie nehmen die Kontoauszüge der letzten Jahre heran und schauen wirklich, was Sie wo aus oder was Sie für was ausgegeben oder wie viel Sie für was ausgegeben haben. Und hier bitte nicht nur den letzten Monatsauszug, weil es gibt auch Zahlungen, die Sie vierteljährlich haben, halbjährlich haben oder jährlich haben, wenn wir hier beispielsweise nur an Versicherungsprämien denken oder in Österreich an die GIS-Gebühren, die quartalsmäßig sind. Also wirklich hier betrachten Sie nicht nur einen Monat, sondern einen längeren Zeitraum und führen Sie für die Zukunft ein Haushaltsbuch. Und vielleicht ergänzend auch noch dazu ein letzter Tipp, wie Sie für sich herausführen können, wie viel Sie sparen können und wie Sie vielleicht mehr sparen können. Führen Sie, wie gesagt, ein Haushaltsbuch und werfen Sie die Kontoauszüge nicht weg, sondern schauen Sie diese regelmäßig an und nehmen Sie auch die Rechnungen mit. Und gehen Sie diese Rechnungen zum Beispiel beim Lebensmitteleinkauf dann in weiterer Folge auch durch. Und ich möchte Sie aber hierzu nicht dazu motivieren, Ihr Leben komplett auf Null zu fahren, sondern es geht hier einfach nur darum zu überlegen, was ist wirklich notwendig und was ist, ja, worauf könnte man verzichten, beziehungsweise wo könnte man auch auf günstigere Produkte zurückgreifen, um so das Sparen zurückzunehmen. Also wie Sie im vorhergehenden Video, beziehungsweise im Video zum Thema finanzielle Freiheit auch von mir gehört haben, ich persönlich verfolge den Ansatz finanzielles Wohlbefinden. Und auch hier geht es letztendlich einfach darum, Sie sollen sich mit Ihrer persönlichen finanziellen Situation wohlfühlen. Und wenn Sie mehr Unterstützung rund um das Thema finanzielles Wohlbefinden benötigen, beziehungsweise Unterstützung benötigen, wie Sie das erreichen können, dann darf ich auch an dieser Stelle auch noch einmal kurz Werbung in eigener Sache machen, und zwar bezogen auf unseren Online-Lehrgang Finanzielle Bildung durch Wissen zu besseren Konditionen und finanziellen Wohlbefinden. Und im Rahmen dieses Lehrganges, also dreimonatigen Lehrganges, erarbeiten wir wirklich mit Ihnen ein individuelles Konzept, also angepasst an Ihre persönliche Situation, wie Sie finanzielles Wohlbefinden erlangen. Ja, und somit ist, glaube ich, auch unsere zweite und letzte Frage von heute schon
beantwortet. Oder haben wir noch was auf dem Programm? Ist im Chat noch was aufgetaucht, Philipp? Nein, da ist nichts aufgedacht. Okay. Das war unsere letzte Frage. Vielleicht nochmal an die User. Mhm. Vielleicht wäre interessant zu wissen, führen vielleicht einige schon ein Haushaltsbuch oder nicht? Vielleicht einfach wieder schreiben Sie es uns in den Kommentaren. Und Shinji bedanke mich für die Beantwortung unserer Publikumsfragen.